Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache über den auch noch schnell ein Video. Mikael Antonio, 1,78 groß, hoch, mittel, Arbeitsrate, starker Fuß rechts, hat 4 Sterne Spezialbewegung, leider nur 3 Sterne schwacher Fuß, kommt aus Jamaika und spielt bei West Ham in der Premier League. Als Premier League Spieler damit eh sehr guter Links, ansonsten als Jamaikaner schon eher ein bisschen schwieriger. Aber die Karte ist interessant, finde ich, kostet 90.000 Münzen im Moment und der kann natürlich auch ein +3 Upgrade bekommen. Ist meines Wissens nach Stammspieler bei West Ham. Ist auch ein offensiver Spieler. Also die Chance, dass der in 5 Spielen ein Tor macht und das West Ham gewinnt, dann hat er mal auf jeden Fall schon sein +2 Upgrade. Die ist sehr, sehr hoch, sage ich jetzt mal. Also der könnte locker auf eine 91 gehen. Und ich habe ihm jetzt mal einen Engine gegeben. Wir werden ihn als Stürmer probieren. Aber ich glaube auch, dass der auf anderen Positionen eventuell ganz brauchbar ist. Mit dem Engine geht der Antritt auf 94, die Sprintgeschwindigkeit auf 99. Dazu hat er eigentlich schon sehr krasse Schusswerte. 95 Stellungsspiel, 94 Abschluss, 94 Schusskraft. Der Weitschuss eigentlich dann ein bisschen mager mit 80, aber es ist okay. 82 Volleys, 88 Elfmeter. Also schießen sollte er können. Der Antritt mit 94, das will man sich anschauen. Wir haben auf jeden Fall ein krasses Passspiel auch auf ihm. Die Übersicht geht jetzt auf 91, die Flanken auf 97. Der kurze Pass geht auf 92, der lange auf 89 und der Effet auf 87. Also die Werte sind dann durchaus für mich auch am Flügel brauchbar. Ob er dann mit 94 antritt, aber 99 Sprintgeschwindigkeit schnell genug ist, wir werden das jetzt dann gleich sehen. Beweglichkeit geht auf 95, Balance geht auf 98, 90 Reaktion, 86 Ballkontrolle. Das Dribbling geht auf 99 und 79 Ruhe. Ballkontrolle, sage ich, das geht irgendwie noch in Ordnung mit 86. Die Ruhe mit 79 ist halt ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen, aber auch das werden wir uns anschauen. Dazu hat er 95 Kopfballpräzision, 99 Sprungkraft. Vielleicht schaffen wir ein Kopfballtor mit ihm. Und auch sonst schauen die Defensivwerte auch sehr gut aus. Also mit einem Shadow, vielleicht sogar auf einer offensiven ZM-Rolle spielbar, könnte ich mir vorstellen. Die Passwerte sind gut, das Dribbling schaut okay aus. Er hat einen stocky Bodytype, dazu 85 Ausdauer, 96 Stärke und 93 Aggressivität, also auch das sehr, sehr gute Werte. Dazu hat er dann noch den Flair, den Powerkopfball, den Weiteinwurf, den Teamspieler für die CPU, den Tempo-Dribbler und anfällig für Verletzungen. Und wir spielen heute mit der vollen Kapelle bis auf R9. Der musste jetzt Platz machen für Mikel Antonio. Wir haben den Roberto Firmino, wir haben den Maradona, den Stevie G, den Chaloba. Hinten die krasse Abwehr mit Varane, mit Ramos im Tor, De Gea, Außenhammer, Juri Berchiche. Und er ist der Einzige, aber er ist gut, ich bin mit ihm sehr zufrieden. Raul wird über den Flügel spielen und auf der anderen Seite noch Trent. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns Mikel Antonio ein bisschen genauer an. Gut, unser erster Gegner hat ein sehr cooles Team, auch mit Bobby Firmino, also auch ein sehr, sehr stabiles Team, das der da hat. So, schauen wir mal, vielleicht erwischen wir einen Powerkopfball. Na, schade. So, ziehen wir ab. Ach, schade. Ja, schön abgewartet. Ja, schön reingegangen. Ja, da war der Powerkopfball. Leider im Abseits. Ja, die Flanke hat er gut reingebracht. Leider wieder im Abseits. Schade. Ja, schön freigelaufen. Komm, das muss jetzt aber sein. Yes, nice. Nice, nice, nice. Und auch verdient. Eieiei, der Kopfball muss aber auch mal passen. Ey, das Spiel, er spielt sich schon wieder so mies, Alter. Es ist unwahrscheinlich. 73 Fitness hat er noch in der 67. Minute. Ja, ist okay. So, Mikel Antonio mit der Flanke aufs DVG. Jetzt haben wir den Ausgleich da noch irgendwie geschafft. So, Mikel Antonio auf absoluten Top-Servern. Ein Tor an deine Vorlage. Mir fehlen da einfach schon die Worte, wie schlecht das ist. Das wird von Tag zu Tag schlechter gefühlt. 5 Schüsse mit 40%. Ich glaube, ein-, zweimal war es auch der schwache Fuß. Werden wir jetzt dann im Zusammenschnitt sehen. 15 Pässe mit 87%, das ist sehr stabil. 17 Dribblings mit 76%. Einen Zweikampf gewonnen, einmal im Abseits, zweimal Ballbesitz erobert, siebenmal verloren. Aber wie gesagt, bisschen schwer. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner auch. Cooles Team auf jeden Fall am Start. Ja, die Aktion war eigentlich gut, da hat er sich auch schön beweglich angefühlt.
Sehr, sehr nice. Super Beweglichkeit von Mikel Antonio. Ja gut, Weitschuss. Ich habe ihn probiert zumindest. Schwere Position auch. Ja, aber wie gesagt, die Beweglichkeit fühlt sich eigentlich sehr gut an. Schade, schade. Schön freigelaufen. Schade. Ja, schön freigelaufen. Ja, leider zu direkt geschossen. Dann muss ich eine Ballrolle oder so machen. Ist mein Fehler auch. Ja, gegen Maldini, da kommt er halt dann nicht durch. Schade. Yes, schön freigelaufen aber jetzt. Sehr, sehr nice. Jo, nice erobert von Antonio. Nice, nice, nice. Ja, schade, da hätte er eine schöne Vorlage gegeben. Zieh durch, Antonio. Ja, das ist halt immer wie... Es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich immer das Gleiche. Gut, wie gesagt, immer das Gleiche. Der Heber durfte leider nicht reingehen. Das ist eine Situation, die sieht man sehr oft. Und natürlich habe ich wieder in der 91. Minute Nachspielzeit das Ausgleichstor bekommen. Entweder es ist ein Anschlusshype oder ein Nachspielzeittor ist immer das Gleiche und das macht dieses Spiel mittlerweile so ungenießbar mit den immer schlechter werdenden Servern. Ich weiß, ich habe gesagt, ich möchte mich nicht mehr so viel aufregen über diese Server, aber es ist einfach ein Witz. Es ist wirklich einfach ein Witz, was dieses Unternehmen da präsentiert. Auf jeden Fall eine super Vorstellung von Mikel Antonio, hat zwei Tore gemacht, 88% Schussgenauigkeit, das sieht man ja eh. 8 Schüsse mit 88%, 21 Pässe mit 90% und auch 85% Dribbling-Erfolgsquote. Das ist voll in Ordnung, einen Zweikampf gewonnen und dann machen wir noch ein Game mit ihm. Ja, da hilft auch der Powerkopfball nichts, wenn er den nicht bekommt dann. Ja, er hat den bekommen, aber dann doch nicht. Ja, da ist er leider dann so seitlich gelaufen. Schade, wenn er da vorgeht, dann... Ja, schön der Pass auf Bobby Firmino. Ich wollte eigentlich zurück zu Antonio und dann so ein Tor. FIFA in a nutshell, das beschreibt FIFA perfekt. So ist FIFA 22 heuer schon seit Monaten. Die ersten paar Wochen waren okay, aber seither ist das nur mehr... Schmutztore, man kann kaum noch schöne Tore schießen, immer passiert irgend so ein Schrott wie da jetzt gerade, auch wenn es ein Tor war für mich. Ich freue mich über sowas nicht, das ist einfach nur Schmutz. Auf jeden Fall Mikel Antonio jetzt mit eigentlich nichts, die Werte schauen gut aus, 10 Pässe, 90%, 11 Dribblings, wir machen noch ein schnelles Game. Gut, unser nächster Gegner mit einem Arsenal-Team, das sieht man auch selten, also es dürfte ein großer Arsenal-Fan sein. Ja, ich finde... Weiß nicht, ist er da aufgehalten worden? Da müsste sich besser freilaufen wieder als Stürmer. Probieren wir angeschnitten von da. Ja, schade, schade, schade. Ja, schwerer Winkel ist das auf jeden Fall gewesen. Schade. Aber jetzt macht er ihn. Jetzt macht er ihn. War auch wieder ein ähnlicher Winkel. Ja, vielleicht nicht gar so spitz, aber den macht er dann gut. Ja, hoffentlich nicht im Abseits. Ja, die Ballannahme hat viel zu lang gedauert, dass er den nicht direkt mitnimmt. Ja, gut durchgesetzt da noch. Das war, glaube ich, der schwache Fuß, wenn mich nicht alles täuscht. Yes. Nice, schön freigelaufen von Antonio wieder. Gut. Ja, eigentlich wäre es ein schöner Doppelpass gewesen. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum er als mein Stürmer immer so weit hinten ist. Bobby Firmino ist immer weiter vorne als er bei so Angriffen. Ja, schön da auf die Seite gezogen. Eieiei. Ja, zu viel aufgeladen, ich weiß es nicht. Schwer. Ja, im Nachschlag macht das dann doch noch der Mikel Antonio. Da können wir noch einmal jubeln. Ich glaube, der Gegner ist raus. Ja, schöne Drehung eigentlich, schade. So, jetzt holt er sich auch noch den Ball da für seine drei Tore. Hätten, glaube ich, mehr sein können aus 9 Versuchen.
Gut, 4 Spiele haben wir gemacht. Eines war ein relativ schneller Rage Quit, 6 Tore, eine Vorlage. Ich würde sagen, es ist okay. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen, und zwar, dass ein bisschen ein Chancentod bei mir war. Ich glaube, wir hatten ein paar Mal den schwachen Fuß, der sich wirklich nicht gut angefühlt hat. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, manchmal vielleicht auch zu viel aufgeladen von mir, das ist natürlich auch gut möglich, aber ich glaube, dass da auch der schwache Fuß ein paar Mal dabei war. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass er immer so weit sich zurückfallen lässt. Das war für mich sehr, sehr komisch, weil Bobby Firmino als ZOM war meistens in der Stürmerrolle und er hat sich zurückfallen lassen. Vielleicht sind das die Arbeitsraten. Bobby Firmino hat hoch und er hat hoch mittel, dass sich die da irgendwie abwechseln. Ich fand es sehr, sehr komisch. Also wenn ich einen Spieler als Stürmer auf den Platz stelle, dann will ich eigentlich auch, dass der im Sturm ganz vorne spielt und sich nicht andauernd zurückfallen lässt, obwohl er auch hier in den Aufstellungen bei mir im Normalfall hat, dass er vorne bleiben soll und Abwehr überlaufen. Also keine Ahnung, was hat er selbst overruled. Er ist auch immer wieder so auf den Flügel rausgegangen. Auch das fand ich jetzt nicht so nice eigentlich. Und keine Ahnung, also wie gesagt, das, vielleicht ist das bei euch anders, wenn ihr euch den macht, aber die Karte ist nicht schlecht, die Karte ist okay, würde ich sagen. Für den Preis geht es auch in Ordnung, weil man hat wahrscheinlich ein paar Untauschbare im Verein, kann den wahrscheinlich um 50.000 Coins vielleicht machen, vielleicht sogar kostenlos. Ich habe keine einzige Karte jetzt kaufen müssen für den. Also das ist dann auf jeden Fall möglich. Und wie gesagt, die Chance, dass er ein +3-Upgrade bekommt, ist auf jeden Fall sehr, sehr realistisch, würde ich sagen. Beweglichkeit hat sich sehr gut angefühlt, das Passspiel war okay. Also Beweglichkeit hat mich am meisten eigentlich überrascht mit seinem Stocky Body Type. Kraft habe ich jetzt nicht so krass gemerkt, aber er hat immer wieder ein paar Bälle gut erobert. Das war eigentlich auch sehr stabil. Der Schuss, wie gesagt, ich glaube, mit 3 Sterne schwacher Fuß, ohne nennenswerte Spielereigenschaften, merkt man schon irgendwie unterm Strich. Aber wer gar keinen guten Stürmer in der Premier League hat, dann wird man da mit Sicherheit nicht so unzufrieden sein. Aber wenn ihr vielleicht schon einen Aubameyang oder so irgendwann mal gemacht habt für die Premier League, weiß nicht, dann muss man nicht unbedingt, glaube ich, diese SBC machen. Also ich weiß auch nicht, ob ich den so oft spielen werde, vielleicht eher über den Flügel, weil wie gesagt, das Passspiel war eigentlich ganz okay und hat auch ein paar Mal sehr gute Flanken hineingebracht. Vielleicht über den Flügel eine Option. Ansonsten, wie gesagt, die Karte ist okay, nichts Besonderes, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen was zeigen von ihm. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert gerne die Glocke, schaut gerne auch auf den Socials vorbei und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für euren Support. Ciao, ciao.